Hallo euch, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Tries Fusion mit Pater Lutz und mir der Mushroom. So, jawohl. Das war Paters Begrüßung. Wer startet mal eine neue Runde? Wie sonst auch immer, weil er sich nicht benehmen kann. Wie sonst auch immer, genau. Oh, jetzt hätte ich Rabbit nehmen sollen, verdammte Scheiße. Oh Mann, ey. Pater, du hast gesagt, du hast Bock auf Burger, gell? Ja. Mehr wollte ich damit nicht. Oder ausdrücken. Pizza oder was ist, Pizza. Was ist dein Lieblingsburger? Mein Lieblingsburger? Also, hast du so einen Lieblingsburger? Ehrlich gesagt nicht, aber ich hab so eine, sagen wir mal, du magst Bacon. Du magst Baconburger. Bacon ist immer, ja, ist immer drauf. Dann finde ich das ziemlich geil mit Blauschimmelkäse und Ei tatsächlich. Alter. Ja. Der ganze richtig extra. Ne, habe ich einmal gegessen in Erfurt bei Best Burgers. Übrigens auch natürlich im Burgerladen, falls jemand mal in Erfurt einen geilen Burger essen möchte. Meine Kopfhörer. Da gibt es einen hier mit Blauschimmelkäse und halt Ei und Bacon. Der war wirklich astrein. Alter, das hört sich aber schon nice an so. Ja. Und ich dann halt auch nice. Noch schönes fettes Rindfleisch-Patty, ne? Muss ja, ne? Ja, aber ein richtig fettes, also nicht so ein. So ein McDonald's Bullshit, ja, ja. Diese 200 Dixon, diese Dixon sein. Wie ein Streichholz. 200 Gramm muss am mindestens sein. Ich bin vom Ziel, Jungs. Ja, warte mal. Kurz. Wir haben das aber auch schon öfters Burger selber gemacht. Das schmecken in der Regel geiler. Auch geil. Ja, kommt drauf an, wenn du einen guten, in Anführungsstrichen, Lieferanten hast. Wir haben zum Beispiel, wenn wir uns am Wochenende so Pizza oder Burger halt bestellen. Oh, hast du Glück gehabt, ey. Also ich würde für die, also wie die schmecken, würde ich nicht selber Burger machen. Würde ich nicht. Ah, ich kenne tatsächlich keinen Lieferanten, der geiles Fastfood. Doch, einen, aber der ist arschteuer. Ja gut, unsere sind dann ja auch teuer. Was die heißt Burger. Lieferanten? Ja, so ganz normale, wo du bestellen kannst, halt so Pizzadienst. Aha! Ja. Ach so Lieferservice. Paderborn gab es einen Burger, der war mega gut, aber da hast du pro Mahlzeit schon fast 20 Euro bezahlt. Pro Person, oder? Ja, pro Person. Aber das indische Essen war extrem geil. Kann ich anders sagen. Indisch. Und in Stuttgart gibt es einen richtig geilen Asiaten. Und woran erkennt man einen geilen Asiaten? Hä? Ahnung. Man kommt rein und die Bude ist voller Asiaten. Ja, das musst du mir überlegen. Dann weißt du eigentlich schon, dass die geiles chinesisches... Geiles chinesisches und authentisches Essen machen, wenn die Bude voller Chinesen ist. Und ja, es wirklich stimmt. So. Ja. Das stimmt, doch. Ja. Und das Essen war auch Hammer. Also ich habe nie so geil chinesisch gegessen, tatsächlich. Ich gehe eigentlich nur dahin, wenn das so all you can eat ist, dann gehe ich da eigentlich nur hin, um das ganze Eis leer zu fressen. Alter. Oder, ne, wenn die haben, dann nehme ich frittierte... Dieses Hähnchen, mehr mag ich nicht. Ich meine, die Soßen wow, davon richtig, sind geil. Richtig chinesisch, halt. Ja, ist halt so. Richtig asiatisch. Okay. Erstmal Pommes mit Schnitzel essen bei dir. Pommes mit Schnitzel. Ja. Mag ich halt nicht. Wir waren letztens auch bei einem Asiaten. Da kannst du so das Zeug auswählen. Und dann gibst du es halt ab und die bereiten es so, halt für dich dazu. Naja. Genau. Ja. Ja, haben wir auch. Mag war ich auch Rindfleisch, Hähnchenfleisch. Da war Froschschenkel. Känguru? Yeah. Hab ich alles probiert. Känguru habe ich schon mal gegessen, tatsächlich. Das hat nicht großartig anders geschmeckt wie jetzt Rind. Ja. Hab schon Krokodil gegessen, das schmeckt wie alles andere. Weil ich kenne schon. Nur Froschschenkel, die weiß ich nicht, bin ich jetzt nicht so Frosch? Davon. Froschschenkel, Frost, ja. Froschschenkel? Ja, das Frost, war Frost, ich denk mir so, hey, nicht Froschschenkel. Froschschenkel! Die Map fand ich jetzt nicht so schlimm. Das war jetzt. Die haben irgendwie so geschmeckt wie so. Weiches Hähnchenfleisch. Obwohl, ja, weil ich natürlich. Du sowas auch? Ja, probieren! Weil ich natürlich auch sehr geil finde, was man heute halt auch so, wenn er kalt ist, so zwischendurch essen kann, ist natürlich Frühlingsrollen, ne? Vor allem, wenn man ja die selber macht. Das kann man immer machen. Was heißt selber machen? Du rollst sie auch selber oder du kaufst welche, die fertig sind in den Ofen? Ja. Nein, ich selber. Die Aldi Frühlingsrollen. 20 Stück, Alter. Arnold weiß, wo man. Ich weiß es, Alter. Hä? Was? Meinst du es nicht so kaufen oder meinst du es. Nein, wirklich selber machen. Ah, wir hatten hier auch damals, also ein Freund von meinem Vater hier auf der Straße, der ist jetzt in Taipei, der ist umgezogen im Prinzip. Der hat im Prinzip eine Frau, die kommt daher. Und die hat uns dann halt mal gezeigt, wie man das macht.
cool. Frühlingsrollen. Ja, halt so richtig, Alter. Oh nein. So, fuck. Standardmäßig da irgendwo überall kriegst. Oh! Ich bin so behindert. Ist auch schwer. Von vorne. Und ohne Scheiß, ne? Die ganzen, also er sagt auch, also, ist da warm wie Watt, ne, in Taipei. Aber er sagt die ganzen, also er hat da einen Bäckerladen im Prinzip aufgemacht mit Backwaren. Und auch Kuchen und sowas. So deutsches Gebäck? Ja, ja, und die sagen so, Alter, die erotisches gehen da richtig Gebäck. Drauf ab. Die gehen da richtig drauf ab. Ja, klar. Jeden. Es gibt ja auch so ein, ist da jetzt verboten? Oh, shit! In Russland, EU-Produkte einzuführen. Soll mir scheißegal sein. Und da hat sich so ein deutscher Käsemeister. Ach, mit seinen Kühen sich, oder was, ne? Der hat sich da jetzt breit gemacht und produziert da EU-Käse, also auch Schweizer Käse und so Kram. Nein, für die Russen. Wirklich? Okay. Ja, und der macht richtig Cash, der sahnt richtig ab. Der war ja vom, klar, der wird ich mein, kein, kein Markt der sozusagen. Ne? Der wird. Der wird vom Staat gestützt und hat irgendwie, keine Ahnung, 100 Hektar Land bekommen vom Staat, wo er seine Kühe drauf halten kann. Und das kostet ihm 100 Hektar, muss man überlegen, Land, kostet ihm 100 Euro im Jahr. Alter, was? Ja, die der bezahlen muss. Scheiße. Ja, und da kann er halt seinen Scheiß mitmachen. Und die. Oh, ich Idiot. Und die reißen ihm das durch aus der Hand, weil. Ja, klar, es ist ja keiner da, der das liefert, außer er. Ja. Ja, die Scheiße war bei mir grün, what the fuck? Deine Scheiße ist grün, wollen wir zum Arzt gehen. Meine Scheiße ist grün, what the fuck? Mann! Ich muss jetzt erstmal im April, wenn ich Geburtstag hatte. Es gibt ja auch zum Beispiel viele Bierbrauer, die nach Asien gehen oder sowas. Und ja, ist aber wirklich deutsches, so. Deutsches Bierbrauen nach. Mein Diebels zum Beispiel ist ja auch schon lange nicht mehr deutsch. Was für ein Ding? Diebels. Diebels, was ist das denn? Diebels alt. Was für ein Ding? Als ob du nicht weißt, was. Junge, Diebels. Ah, Diebels. Was? Diebels. Hey, behindert, kenne Diebels nicht. Nein, was soll das sein? Krankheit oder was? Noch nie gesehen! Nee, sag mal, sag Felddienst mal, was es ist? Oder was? Ja, werden die mittlerweile von Felddienst gemacht? Ich glaube wohl, dass die mittlerweile von. Aber die heißen immer noch Diebels. Kannst ja mal Shift F2 drücken, hast ja einen Webbrowser drin. Kannst du mal nach Diebels Altbier suchen. Okay, wir mach ich gleich mal nach der Aufnahme. Aber auf jeden Fall hast du das schon mal gesehen. Irgendwo sicherlich schon mal. Wir sind auf jeden Fall auch nicht mehr in Deutschland. Yo, listen up, here's the story. Fuck you, Alter. Ich bin hingeflogen. Was, von vorne? Deine Mutter, ey. Kein Checkpoint. Alter. Na toll, und das soll ich jetzt. Oh, Gott sei Dank. Ich wollte sagen, und das soll ich jetzt schaffen? Danke, Ubisoft, ich bin schon wieder stuck in der Map. Ubisoft könnte programmieren? Nee. Hat das Ubisoft überhaupt selber programmiert? Nee, ist ein Unterstudio, ich glaube einfach Ubisoft. Ja, also nee, guck oder mal Ubisoft hier, ist einfach nur Publisher. Kann aber Hauptsache blamen. Egal, Ubisoft ist Ubisoft. Hab ich jetzt, Alter, hab ich jetzt ein Meme gesehen? Ach, steht da so. Fuck, was? Steht da so, schreibe in die Kommentare, also beschreibe deinen Job in den Kommentaren und jemand anders soll den dann erraten. Schreibt da so einer, ja, ich weiß selber nicht so, was ich eigentlich in meinem Job mache. Schreibt einer drunter, ach, du arbeitest bei Ubisoft. bei den bei Serverwartung. Mein Gott, ich rast aus, ey. Alter, was zum. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Wie einfach hier so durchpaced. Hä? Wie er einfach hier so durchrast. Bleib mal stehen! Ja. Oh shit. Ah, fuck. Ja, Pisa, weißt ja, ah, fuck, sagt er. Ja, genau. Also, er so, ah, fuck, sorry. Ja, ja. Ja, ich hab ihn oben lang, jawoll. Gestern ja, Abend. Du, Mushroom. Ab gestern jetzt. Abend kam ja die Geister, die ich rief. Ja. Der Film ist richtig behindert. Mit Michael J. Fox, oder? Nein, nein, das ist mit. Nein. Mit. Bill Murray. Bill Murray. Ja, Huch. Alter, willst du jetzt mich verarschen, dass ich das jetzt nicht schaffe hier? Oh.
Bei einer von euch schon mal... die Weihnachtsgeschichte mit Scrooge hier, ne? Ja, ja, im Prinzip. Ja. Fick dich, Pader! War einer von euch schon mal bei Thoman? Ja. Echt? Ja. Hast du da ein Tripping gemacht, oder was? So den ins Lager, oder wie? Also, oder ins Verkaufs- so nee, Fun, wir hatten, nee. Alten, wir hatten Thoman als Kunden in der alten Firma. Hm. Ja, war mal in diesem Dorf da in Bayern, was wir da gebaut haben. Ich weiß war das schon nicht. Mal? Nee, ich ja, mein eigenes nicht. Dorf ist es ja, ne? Ja. Okay. Wirklich? Ja, ja. Absolut sehenswert. Du gehst da hin, da quasi pro Instrumenten-Genre so ein eigenes Hütchen. Dann gehst Scheiße. Du da hin und sagst, du willst die und die Gitarre spielen gerne mal. Und dann ziehst du eine Nummer. Und dann, rattert ein System los, also du kriegst eine Nummer und da steht drauf, in so und so vielen Minuten kriegst du die Gitarre und kannst sie zocken. Alter, was ist da los? Und da rattert ein System los und die berechnen dir quasi da wird ein Mitarbeiter losgeschickt, der dir dann genau innerhalb dieser Zeit diese blöde Gitarre bringt. Also es ist echt faszinierend, wie sie das macht. Ich weiß nämlich nicht. Echt sehenswert, ohne Scheiß. Ich meine, bei mir geht es sich ja jetzt mehr um Anlage tatsächlich. Oh nein. Immer noch mit deinem Scheißverstärker, ja. Alter. Ne, mein Verstärker, den habe ich ja jetzt zusammen. Den habe ich ja. Auch nicht da bestellt, den habe ich aber bei Gear for Music bestellt damals. Weil der da irgendwie 500 Euro günstiger war, warum auch immer. Was? Tippfehler. Ja, tatsächlich, kostet in Deutschland dann halt 500 Euro mal eben schnell mehr. Und, Wenn ich den Sprung hier nicht hinkriege. Ich mein, Marshall-Verstärker sind ja an sich schon... Nicht gerade günstig, nicht ja. Gerade günstig. Wenn da 500 Euro runter, dann guckst du ja nochmal zweimal hin, Alter. Und, Alter, was ist denn los? Läuft auf jeden Fall. Nee, weil mit Anlage wollte ich nämlich mal gucken. HK Audio sagt euch ja wahrscheinlich was, ne? Nein. HK Audio? Nee. Echt nicht? Nee. Electro Voice denn? Nee. Auch nicht? Nein. Gut, wenn ich jetzt hier mache, sagt dann nur ja. 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 Nee, Anlage. Alter, das war gerade geiler Sprung, ey. Muss ich schauen, ob ich da jetzt, weil ich weiß halt, so, ich hab mir sagen lassen, da Thoman richtig. Alter, wieso schafft ihr diesen Sprung? Ich schaff diesen Sprung, ich hänge hier schon ewig. Da Thoman richtig gutes Equipment hat, um PA so zu hören, halt. Auch richtig gute Vater, Räume und so. Come on, ey, was ist los? Alter, ich bin schon. Aber, Vater, das hast du nicht gesehen, ne? Sondern nur die Gitarren da, ne? Was denn? Mit, ja, ich hab mir sagen lassen, dass die so richtig dicke Räume haben, um PA-Test hören zu können. Im nee, das hab ich mir nicht angeguckt. Nur Schlagzeug und Gitarre. Da hab ich mich selbst. Ja, weil hier in PA. In der Nähe ist nämlich, ich meine, Thoman ist ja nicht in der Nähe, das ist ja blöde, das sind 500 Alter. Kilometer oder okay, so. Okay, aber auch so. Und ja, das ist aber echt lohnenswert, da mal hinzufahren tatsächlich. Scheiße! Ja, das Ding ist halt, ich habe hier in der Nähe jetzt so einen Music Store, aber da wollte ich eher nicht kaufen gehen. Also nichts gegen Music Store, aber ich, ja, weiß ich nicht. Da Music Store ist auch nicht schlecht. Da wurde ich einmal richtig schlecht beraten, ey. Ja, weil du ein Arschloch bist, oder? Ja, weil ich ein Arschloch bin. Hast du den doof angemacht? Ja, ich hab den angemacht. Aber inkompetent. Er wollte mir wahrscheinlich eine Fender in die Hand drücken und ich habe ihm gesagt, ich will keine Fender, nee, Spaß. Nee, sonst ist hier noch Musikproduktiv in der Nähe. Ich glaube, dann gehe ich eher zu Musikproduktiv als zum Music Store in Köln. Bei Musikproduktiv war, glaube ich, in NRW damals, als Thoman und so noch nicht da war. Eigentlich, also, ne, da merkt man halt. Bielefeld, shit! Oder? Nee, nicht in Bielefeld, in Büren, genau, da war ich auch schon. Und ohne Scheiß hätten die es nicht verkackt, auf den Online-Zug aufzuspringen, ne, wäre Thoman kleiner als die, aber die haben es einfach verschissen. Da weißt du, da mit Pieper mal. Ja, kann sein. Da war mein Vater damals auch immer einkaufen. Er sagt so, die sind gut. Die sind wirklich gut, aber wie gesagt, die haben halt verkackt, auf den Online-Zug aufzuspringen. Alter, was war das denn? Kack, vielleicht wollten sie es auch gar nicht. Ja, aber ich meine, wenn du nicht willst. Also, ne. Guck dir Thoman Alter, an, wie groß die sind. Was ist das für eine Scheißrampe hier? Wenn ich hier. Ich hatte. War da meiner Gitarre. Alter, hä? Und die haben das so gemacht, also da war keine Garantie mehr drauf, haben die gesagt, machen wir, kein Problem. Weil das im Prinzip für die Peanuts sind, wenn du so willst, so viel Geld, wie die da umsetzen. Das ist ein Map-Fehler hier. Das ist halt so eine scheiß Kante unten, gell? Das ist ein... Vor allem, du brauchst ja den extremen Schwung, um da drüben wieder hochzukommen. Hä? Aua. Nutzt, was du Monster Underworld spielen? Nee. Oh nee, ich muss das wieder alleine zocken. Kannst du das ja mit Sascha spielen, hat sich das gekauft. Oh, vorm Schild. Obwohl, der schreit ein bisschen rum, aber so.
Boah, ich verstehe das nicht. Und Sander, wird das viel geil, ey. Würde ich das auch. Cool. Ich habe kein Geld und keine Zeit dafür. Dachte Student. Ja, Geld, deswegen, ja, wenn ich so ein geiles aber Leben hätte Zeit wie du. Auf jeden Fall. Wenn ich so ein geiles Leben hätte wie du. Ich habe auch keine Zeit. Da diese 8 Stunden am Tag arbeiten, gechillt nach Hause kommen und dann Freizeit. Alter, das hätte ich gern. Das hätte ich bitte abbrechen. Das hätte ich gern. Ich komme nach Hause, muss erstmal noch arbeiten gehen. 10 Stunden am Tag, du Spaß. Ich komme nach Hause, muss erstmal arbeiten gehen. Danach darf ich erstmal lernen. Ich weiß gar nicht, ob mein Vater arbeitet. 13 vielleicht. Alter, da komme ich doch nicht hoch. Das geht doch nicht. Stunden, ey. Mit dem. Also, wenn du die Mittagspause mitrechnest, dann 13, sonst 12. Rechne mal nicht mit. Also. Trotzdem 12 Stunden. Hat's einer geschafft? Nein. Alter, was ist ein Map-Fehler hier? Was hast du denn für Scheiße drauf gesucht? Das muss aber machbar sein. So? Sonst kannst du es nicht hier reinstellen. Ach, da wäre ich mir nicht so sicher. Alter, du crasht da volle Pulle drauf. War. Ach. Mal kurz was? Nee. Alter, okay. Kann das jetzt nicht mal einer schaffen von euch? Oh Mann. Ach komm, da fehlt nicht viel. Wow. Verstehe aber halt echt nicht wie. Wie alle so ruhig sind, so, oh Mann, ey. Fuck. Meine Fresse, das ist ein Fehler. Ja! Nice, beende es bitte. Das ist dann, bleib hier einfach stehen. Ja, ich auch. Du musst einfach nur weit vom von diesem Reifen ab wegspringen. Und versuchen so weit zu fliegen, dass du halt über dieses coolen Ding kommst. Egal, ich hab's geschafft. Ich weiß wie. Mein Reifen ist geplatzt. So nicht. Nee? Kein Salto. Gerade da, wo du vom. So ein Bunnyhop musst du machen, von dem Reifen runter. Oh, mein Arsch ist platt gesessen. So? Ja, genau so. Alright, alright, everything's gonna be alright. Ein paar da versucht es weiterhin. Er ist halt echt das Samurai. Ich hab's geschafft. Bin richtig schön abgesprungen. Die Zeit wird knapp! Am Geist ist immer wieder steht, die Zeit wird knapp und dann ist eh schon vorbei. Danke. Thank you. Thanks. Thank you. Warum ist Pada Erster? Was? Bleib bitte. Sieht interesting aus. Wird wahrscheinlich wieder so eine Strecke sein. Speedrun, okay. Hat da einer das D vergessen. Speedrun, nee, das ist Speedrun. Kennst du das nicht? Speedrun? Nein. Pada, du bist total unwitzig. Wann, hä? Was heißt hier unwitzig? Daran witzig. Unwitzig ist Padas zweiter Vorname. Jan unwitzig. Padermann? Jan unwitzig Padermann Otze. Jan unwitzig Padermann Otze. Jan unwitzig Padermann Otze. Glaube ich nicht. Nicht? Nee. Doch, so heißt du. Doch, und so, nicht anders, verdammt. Wenn ihr wüsstet, was in meinem Ausweis steht. Da steht Jan sehr unwitzig, Padermann Otze. Da steht Smoky McPot. Smoky McPot.
MacPod? Matt. MacPod. MacPod. Mit Doppel-D. Ich Idiot, Alter. Das ist richtig, Arnold. Ach, gut, gell? Gut. Die Map, die ist gar nicht mal so schwer. Sag das mal, Pader. Boah, ich komme gerade überhaupt nicht klar. Ich komme auch mit der Rabbit nicht klar heute. Keine Ahnung, was da los ist. Du weißt halt nicht, wo der Hase läuft. Ja, Pader zeigt allen einen echten Hasen, Mann. Oh! Ich zeig dir mal einen echten Hasen, ne? Oh. Ja, nur noch da und jetzt noch da hoch. Und fertig. Aber easy. Yippie! Mann. Junge, du hast doppelt so viele Fehler wie ich, schäm dich. Die Lache. I don't give a fuck. Da steht da Y59. Oh, Pader, komm, ein bisschen Competition, ey. Bisschen Competition, wenn man Noise. Total kaputte. Total kaputte Boys. Boys. Ey, Pater, hast du schon die Serie angeschaut? Dark? Nein. Lohnt die sich? Ich habe bis jetzt nur 3 Folgen angeschaut. Das ist die deutsche Serie? Genau, das ist die deutsche Netflix-Serie. Was okay, bis das jetzt, ist, schon sagen? Mal, ist schon Doch. Mal ein No-Go für mich. Mich Doch, sagen. Absolut. Muss. Warum? Gute Sache, finde ich hervorragend. Day, sollte öfters kommen. Ist die erste Staffel komplett draußen, oder? Ja, die erste Staffel ist draußen. Dark. Es hat ein bisschen was von Stranger Things, Twin Peaks und... Nicht Dark, sondern Duck. Silent Hill sogar mal ab und zu. Da kommt dann die böse Ente. Wie ist eigentlich Black Mirror, oder wie das heißt? Kennt ihr das einer? Da hab ich die Oh fuck, so schnell durch die... Ich hab 2 Folgen angeschaut. Es ist mega krank. Die erste Folge ist total verstörend, ey. Worum geht's da? Das sind immer einzelne Geschichten. Jede Folge ist eine einzelne Geschichte. In der ersten Folge geht's darum, dass ein Mädel entführt wird, eine Prinzessin von England. Okay. Und der Premierminister muss vor laufender Kamera Sex mit einem Schwein haben. Ansonsten wird die Prinzessin getötet. Hm? Und es die ganze Serie geht halt um Social Media und Menschen mit neuen Medien und so weiter. Zuerst sagen die Leute alle, nee, das soll er nicht tun. Später dann, das soll er machen. Okay, ja, aber Dark Souls ist das, ne? Ja, doch. Schau's mal an, tu's dir an. Schon cool. Ja, Leute, jetzt haben wir gerade ein gutes Thema zum Ende der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut ihr rein. Ciao. Alle vier. Ciao.